Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr Eichthal und Filberstadt zur evangelischen Kirche am Kirchplatz in Eichthal-Neuenhaus gerufen. Ein Mann, der sich an der Kirche aufhielt, bekam einen losen Dachziegel ab und verständigte sofort die Rettungskräfte. Christian Bader, Feuerwehrkommandant der Eichthaler Feuerwehr, schilderte uns den Einsatz. Die Feuerwehr Eichthal wurde heute Abend an die evangelische Kirche nach Eichthal-Neuenhaus alarmiert. Aufgrund von Starkregen und starken Temperaturschwankungen haben sich Dachziegel vom Dach des Kirchenschiffes gelöst und wurde eine Person dabei verletzt. Die Drehleiter der Feuerwehr Filderstadt Bohnlanden kamen noch hinzu. Mit deren Hilfe haben wir die Dachziegel kontrolliert, notdürftig befestigt und den Verletzten mit den Maltesern zusammen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erst versorgt. Die Polizei sperrte den Bereich um die Kirche weiträumig ab. Der Mann, der von dem Dachziegel getroffen wurde, wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt.